Leute, damit willkommen bei Silent Hill 2 und ich habe dieses Spiel nie gespielt, weil ich keine Playstation hatte und es ist ja das Remake von dem 2001 erschienenen Silent Hill 2. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Silent Hill davor gab, ich kenne nur den Film. Und auf Grundlage des Films werde ich mich jetzt hier durchschlagen. Wir machen mal ein neues Spiel und sagen, vorletzter Schwierigkeitsgrad normalerweise wie immer. Jetzt eine Herausforderung. Wir nehmen einfach alles Standard. Vorletzte Schwierigkeit gerade ist nicht leicht. Standard, ne? Genau. Na dann, starten wir mal rein. Muss ich jetzt eine Taste drücken? Nicht, dass ich jetzt was überspringe. Ein Bekannter von mir im Chat hat gerade schon gesagt, dass es bei ihm geruckelt hat. Ich denke mal, hier geht's einfach. Ja, wir machen einfach mal. Possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? So, also nachdem das Game das erste Mal schon mal in OBS gecrashed hat und es jetzt schon gerade wieder abnormal geruckelt hat, wie ich gesehen habe, hoffen wir einfach mal, dass die ganze Nummer jetzt stabil durchläuft. Ist denn das für eine... Steuerungsansicht. Das will ich nicht. Steuerung anpassen.
Junge. Kann ich auch schon mal alles runterschalten hier, ne? Da muss ich auf jeden Fall mit der Maus vorsichtig sein, sagen wir mal so, ne? Schauen wir mal, was wird. Ich habe alles auf episch gestellt. Ich hoffe... Alter, ist das dunkel. Es ist wirklich düster, hui. Also, ich hoffe mal, dass die... dass das Spiel bereit ist. Wirklich sehr dunkel. Wenn es ruckelt, liegt es am Spiel. Okay. Tür ist zu, nur Männer komme ich rein. Habe ich schon mal sowas wie eine Taschenlampe? Nö, war. Will ungern irgendwas übersehen. So, welcome back, Flo. Das Game hat mein OBS schon das erste Mal gecrashed. Karte von South Vale. So, ich bin da oben, okay. Also bei mir, Flo, hat es auch schon Intro mega geleckt. War hier jetzt? Mouse Sensitivity habe ich auch schon anders eingestellt. Aber die ist immer noch mega fast. Also ich will gar nicht wissen, wie das mit dem Schießen wird. Einmal umgucken. Hier ist noch alles cool, aber wenn die Stadt kommt, gibt es gleich harten FPS-Drop. Sollte... Alter. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Also wenn es auf meinem Boliden nicht läuft, dann läuft es wahrscheinlich auf keinem Rechner. Jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, aber 4090 ist ja noch die schnellste Grafikkarte und dann 7050 X3D. Sollte eigentlich auch noch mit den schnellsten Sachen irgendwie zählen. Wobei ich, wenn ich mir die CPU-Auslastung schon wieder angucke, ist das wieder nicht auf die Kerne optimiert. Naja. Was auch immer sein kann, je nachdem in welcher Engine das gebastelt ist, also bei Unreal 5 Games habe ich auch immer das Problem, dass wenn man das erste Mal in irgendwelchen Levelabschnitten reinkommt, dass er die Shader einfach im Hintergrund lädt und dann ruckelt es für den ersten Durchgang. Kurz mal. Da habe ich auch nicht geguckt, mit welcher Engine das Game gemacht ist. Coole Fußspuren, sogar Matsch. Wir speichern, ja cool. Komische Beschreibung von Kopfschmerz, als würde jemand in meinem Schädel rumtasten. Ja, stockt hier schon ab und zu. Dürfte nicht sein. Coolen Friedhof. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you.
I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Sehr suspicious. Ich werde mal ein bisschen die Helligkeit drehen. Er steckt das Ringlicht, mach mich fertig. So. Denke ich mein Licht an im Hintergrund. Brightness zu changen. So. Sehr kurios, das Mädchen hier. Möchte ich anquatschen? Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Also ich würde mich jetzt schon mal wundern, dass irgendein Mädchen auf dem Friedhof irgendwo vor einer Geisterstadt. Also die ganze Szenerie macht ja einfach keinen Sinn so, ne? Da würde ich halt schon mal ein bisschen nachdenklich werden. Ich bin irgendwo um nirgendwo. Oben an der Hauptstraße stehen nur kaputte Autos. Du kommst nirgendwo durch die Hauptstraße. Hier ist ein gottverdammtes Grab ausgehoben. Dann gehst du runter zum Friedhof. Es ist komplett nebelig. Du siehst die Hand vor Augen quasi nicht. Und dann steht da ein Mädchen. Einfach so. Gut. Lies. Kurioser kannst du nur eigentlich nicht sein. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas an der Seite übersehe oder so. Ich habe auch keine FPS-Anzeige aktuell, weil Nvidia mal wieder mir sagt, oh nee, so. Frames? Nö, die musst du nicht sehen. Komm ich hier rüber? Es ist jetzt wieder so ein Titel, wo man nicht springen kann, ne? Nice. Versuche mich immer so ein bisschen an den Film zu erinnern. Auch schon ewig her, ne? Und ich bin noch gar nicht so sicher, ob ich nicht schon mal vorher einen Teil gespielt habe. Komm ich hier irgendwie rüber? Nö.
Silent Hill Ranch, naja, Mensch. Hallo? Ja, der Nebel ist so eine Sache. Ich erinnere mich auch an die Filme. In den Filmen kann ich mich daran erinnern, dass da immer eine Glocke, eine Sirene kam und dann kam der Nebel. Und bei Nebel war immer nichts so gut da, soweit ich mich erinnern kann. Kamen dann immer Viecher. Der Film ist auch schon ewig alt. Was ich am Film gehasst habe, ist, dass der ein offenes Ende hatte. Ich habe abgebröckelt. So, hier kommt man bestimmt nicht. Kommt man hier durch? Went to town to get the window fixed. Drawer keys in the drawer. Gut, man könnte es auch, ne? Vergiss den Film. Also er will halt sein. So, bin ich jetzt rausgetappt aus dem Game? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich streame ja schon. Aber noch nicht lange, du hast nicht so viel verpasst. Außer, dass das Game immer mein OBS gecrashed hat. Wenn ich den Film vergessen soll. Hat er nichts mit dem Spiel zu tun? Nee, nein. Gut, hüpfen wir mal durchs Fenster, hat er unmissverständlich klar gemacht. Ich habe mir die Indikationsdinger eingebunden, weil ich bin ja ein alter Mann. Es ist so dunkel. Solange, so wie der Zettel vor allen Dingen aussah draußen, hängt ja schon mehr als eine Stunde. Ich habe das Gefühl, es ist bei mir dunkler als bei euch im Stream, ne? E-Inventar. Ein Schlüssel, den du in der Werkstatt Best Auto Parts gefunden hast. Geil. Geil. Hier war noch ein E, habe ich doch gesehen. Eine Taschenlampe vielleicht? Hier waren noch zwei Interaktionspunkte, ich wollte gerade sagen. Ich sehe nicht. Im Spind irgendwas drin, ich sehe nichts. Leute, ich sehe halt wirklich nichts, ne? Es ist so dunkel. What the fuck? Ich glaube, bei euch im Streambild ist es sogar heller als bei mir. Scheiß HDR-Einstellung. Bis auf die Stadt gibt es nichts wirklich? Okay. Wir brauchen eine Taschenlampe, genau, wenn man auf Gehör spielen kann, ne? Das ist so gewollt, dann wird noch schlimmer. Ich meine, die Gamma weiter hochgeschoben, wa? Ah, ja. Warum hat eine Autowerkstatt einen Schlüssel für eine Tür zur Stadt? Ich stelle schon die falschen Fragen, ich merke das schon. Ist halt schade, dass man hier nicht rüber kann und so, ne? Ich würde gerne mal hier ein bisschen gucken auch. Gucken tun. Ist er nicht eigentlich auch Polizist? Nee, ne? Ja, war so. Nee, das war bei Resident Evil. Schlag die Scheibe ein. Mit dem Kopf. Man kann die Interaktionssymbol ja auch komplett ausblenden, ne? Es wäre so. Wäre richtig intens. Die anderen spielen übrigens gerade Valorant, ne? Ich sag's, ne? Falls du
Falls du dich nicht selber spoilern willst. Na geil, der Nebel wird immer dichter gefühlt.